Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Faszien Pilates Workout. Gute 20 Minuten werde ich mit euch euer Fasziengewebe trainieren. Unsere Faszien, das Bindegewebe, sorgt für die Festigkeit und Stabilität in unserem Körper, jedoch auch für die Beweglichkeit. Faszientraining bedeutet nicht nur das Ausrollen mit einer Rolle, sondern auch mobilisieren, dehnen, große Bewegungen, und das werden wir in den guten 20 Minuten gemeinsam machen, um Verspannungen aufzulösen und Schmerzen zu reduzieren und natürlich zu formen und zu straffen. Denn es wird auch unser Kollagen und Elastin, was für die Festigkeit da ist, angeregt. Ich freue mich immer sehr über jedes Abo von euch und über jedes Feedback und das Abonnieren meines Instagram-Accounts Body and Mind Rating, wo ihr ganz, ganz viel über Pilates, über Schmerzen, über Faszien, prä- und postnatale Trainings, Wechseljahre, also rund um das Thema auch Frauengesundheit mitbekommt. Aber jetzt starten wir im Stand, ihr Lieben. Eurer Standposition in eine breite Squat-Position rein. Die Länge, die Haltung deiner Wirbelsäule aufbauen. Atmet tief ein, zieht die Arme nach oben, beugt die Knie. Ausatmen, senken die Arme ganz locker nach unten ab. Einatmen, Knie beugen, ziehe dich lang. Ausatmen, senke, beuge die Knie etwas mehr an. Einatmen. Und habe mit jeder Wiederholung das Gefühl, du ziehst deine Wirbelsäule mehr und mehr aus dem Becken heraus. Du streckst dich richtig oben bewusst in die Länge. Einatmen, zieh dich, 1, 2, 3 Zentimeter länger. Ein letztes Mal noch ein. Ausatmen, lege mir deine Hände auf die Oberschenkel, komme einatmen, tief, runde deine Wirbelsäule, ausatmen, komme nach oben, lasse zum Schluss deine Schulter nach hinten unten kreisen. Einatmen, tief, ausatmen, unterstütze das Rundmachen durch die Aktivierung deiner Bauchdecke, die zur Wirbelsäule ranzieht. Wunderbar, einatmen, tief. Ausatmen, runden, kommt nach oben. Ein letztes Mal noch. Ausatmen, einatmen, zieh dich nochmal lang nach oben. Ausatmen, schließe deine Füße fußbreit zueinander. Und atme nun ein. Zieh die Arme lang nach oben zur Decke und komme in deine Rückneige rein. Atme aus, mal ganz locker in einen Swing. Einatmen, Rückneige, Leisten vorschieben. Ausatmen, locker swingen. Und nochmal ein. Stoppe genau dort, wo du merkst, okay, du hast dein Bewegungsausmaß erreicht. Noch ein letztes Mal jetzt gleich. Kommen wir noch einmal rein. Einatmen und ausatmen. Locker in den Swing. Stoppe deine Arme oben. Kreuze mir dein linkes Bein hinter deinem rechten. Mit der Fußaußenkante setzt du es auf. Komme mit der Ausatmung jetzt in eine Seitneigung rein. Atme ein, komme in deine Mitte. Ausatmen, nur die Körpermitte ganz sanft anspannen. Bei den Übungen, wo du deutlich mehr Körpermitte-Anspannung brauchst, sage ich es bewusst an. Wenn es für dich jetzt angenehmer ist, könntest du auch einatmen und in die Seitenneigung reingehen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig bei der Übung, sondern mir geht es mehr darum, dass du dein volles Bewegungsausmaß nutzt. Wunderbar. Sind noch zweimal mehr und eine allerletzte Wiederholung noch. Bleibt einmal in der Seite drin und hier mal so ein ganz, ganz kleines Federn. Dazu schiebt ihr mir noch euer Becken rüber zur gegenüberliegenden Wand, so wie es für euch aber noch angenehm ist. Noch 4, 3, 2 und kommt in die Mitte, in den Stand. Atmet tief ein, wieder in die Rückneige, locker in den Swing, ausatmen. Rückneige plus die Ellenbogen ziehen hinter euren Rumpf. Ausatmen, locker. Einatmen, ziehen und aus. Wieder locker. Vielleicht noch ein kleines bisschen mehr hinter deinen Rumpf ziehen. Dehne dich sanft auf. Blick Richtung Decke nach oben. Noch zweimal mehr. So, als hättest du keine Muskeln, schwingen deine Arme mit ganz wenig Spannung. Stoppe oben jetzt, schließe deine Hände, hole jetzt das andere Bein hinter dein Standbein. Jetzt atmest du aus oder ein, je nachdem, was du jetzt als angenehmer empfindest, gehst in die Seitneigung rein. Komme in deine Mitte. Ziehe dich weit in die Seite rein. Du kannst auch gerne schon so ein bisschen mal mehr dein Becken mit dazu nehmen, dass du es mir zur gegenüberliegenden Wand schiebst, als würdest du so einen Bogen mit deiner Wirbelsäule und mit deinem Körper malen.
Sehr schön. Genieße die Dehnung, den Stretch. Noch ein letztes Mal. Und dann bleibst du mit deiner nächsten Atmung in der Seitneigung drin und ein ganz, ganz kleines, sanftes Federn. Schiebe dein Becken noch mal so ein kleines bisschen mehr rüber. Ziehe deine Schultern tief nach hinten, unten, außen. 4, 3, 2 und komme in die Mitte. Löse einmal auf. Stelle dich fußbreit geöffnet auf und komme in den Standing Roll Down hinein. Ausatmend rollst du nach unten ab. Jetzt bleibe einmal unten, lass deine Arme locker hängen, lass den Kopf, deinen Oberkörper locker hängen und verlagere mal das Gewicht langsam nach vorne auf die Zehen und zurück auf die Fersen. Dabei lässt du mir deine Atmung ruhig und gleichmäßig einfach nur fließen. Den Kopf schwerer und schwerer werden lassen. Und jetzt übertrage das Gewicht gleichmäßig auf deine Füße. Großzehe, Kleinzehe, Ferse. Lege nacheinander deine Hände auf deine Schienbeinkante und ziehe dich einatmen wie einen Tisch lang nach vorne. Doppelkindposition von deinem Kopf, lange Halswirbelsäule. Ausatmen, zieh dich zu deinen Beinen ran, mach dich rund. Einatmen, Länge nach vorne. Doppelkindposition vom Kopf. Ausatmen, runde deinen Oberkörper so weit es geht. Einatmen, zieh deine Wirbelsäule aus dem Becken heraus zu mir nach vorne. Bis du am Ende immer in der langgestreckten Tischposition bist. Einatmen, zieh dich, zieh dich, zieh dich. Überprüfe nochmal deine Fußposition, dass du gleichmäßig die Belastung hast. Auf Großzehe, Kleinzehe und Fersen. Jetzt bleibe mit der nächsten Ausatmung rangezogen. Genieße den Stretch in den beiden Rückseiten. Vielleicht merkst du es auch in deinem Rücken. Atme ein und atme aus. Vielleicht kommst du ein kleines bisschen näher. Einatmen und ausatmen. Vielleicht ein kleines bisschen näher. Noch zweimal mehr. Lass die Spannung los, dort wo du noch Spannung merkst. Und stoppe jetzt das Ganze. Setze deine Hände nach vorne auf und komme mit mir runter auf deine Matte. Komme jetzt in den Kniestand mit dem rechten Bein zur Seite raus. Deine Arme mal ganz locker zu den Seiten geöffnet. Du kommst mal mit der Ausatmung in den Seitstütz rein, den Arm weit über den Kopf. Mit der Einatmung kommst du rüber in den Stretch zur anderen Seite. Ausatmen, absetzen, stützen. Einatmen, komme rüber bis zur anderen Seite. Ausatmen, stützen, weit den Arm über den Kopf. Einatmen, rüber. Ausatmen, zieh dich weit. Einatmen in deine Mitte. Und noch einmal. Und ein. Die letzten zwei noch. Und mit eurer nächsten Ausatmung bleibe einmal in der Seitstützposition drin. Den Arm weit über dem Kopf. Nehme jetzt mal die Fingerspitzen auf deine Schulter und atme aus. Dreh mal nur den Oberkörper nach unten. Mit der Einatmung öffne dich nach oben zu deiner Decke. Ausatmen, dreh dich. Ohne dass dein Becken sich mitbewegt, dein Becken bleibt so stabil wie möglich. Aus die Rotation. Einatmen, die Öffnung nach oben zur Decke. Vielleicht kannst du dich jetzt auch ein kleines bisschen bewusst mal nach hinten noch öffnen. Aber so, dass du einen guten, stabilen Stand hast mit deiner Hand. Einatmen, öffne dich weiter zurück. Noch ein letztes Mal. Öffnen, öffnen und dann stoppe. Komme mit dem Oberkörper in die Mitte. Komme ganz in den Kniestand zurück, drehe dich jetzt einmal, setze deine Hände auf, komme spannungsvoll in dein Brett. Atme jetzt hier einmal bewusst tief ein, komme in den Upstretch. Im Upstretch lasse deine Atmung fließen und ganz locker im Wechsel eure Fersen in die Matte schieben. Atmung fließt, du dehnst deine Waden, die Beinrückseiten. Die Achillessehne, eine sehr wichtige Sehne in deinem Körper, die auch ganz oft verkürzt ist. Und wenn du das jetzt noch ein paar Mal gemacht hast, lasse jetzt ausatmen, beide Fersen tief sinken. Atme ein, hebe sie beide an. Atme aus, schiebe sie so tief es geht in die Matte rein. Einatmen, heben. Ausatmen, tief in die Matte reinschieben.
Noch einmal ein, heben. Ausatmen, tief reinschieben. Sehr schön, einlösen. Und aussinken. Beim nächsten Mal bleibe mit deinen Fersen so tief, wie deine Beweglichkeit es zulässt und beginne sanft auf und ab zu federn. Atmung ruhig und gleichmäßig fließen lassen. Schultern nochmal tief ziehen dabei. Ellenbogen, Innenseiten sind zueinander gedreht. Die letzten federnden Bewegungen noch. Und dann stoppst du das Ganze. Wir arbeiten jetzt im Atemrhythmus. Du nimmst mir mit deiner nächsten Einatmung das rechte Bein, du löst es, setzt es mir zum äußeren rechten Mattenrand ab und öffnest den rechten Arm nach oben in eine Rotation. Bleibe mit der Ausatmung hier, setze einmal ab, atme ein in den Upstretch, hol das rechte Bein zurück. Ausatmen, Pause, löse links, einatmen, absetzen, öffnen, ausatmen, bleiben. Einatmen, dreh dich zurück und komme in den Upstretch. Ausatmen, Pause im Upstretch. Immer mit deiner Einatmung führst du das Bein nach vorne beziehungsweise das Bein zurück in den Upstretch. Mit der Ausatmung auch hier wieder eine Pause. Lösen und einatmen. Ausatmen, bleiben. Zurückdrehen und Upstretch. Ausatmen, Pause. Lösen, äußeren Mattenrand, öffnen, ausatmen, bleiben, zurückdrehen, einatmen. Noch einmal. Und zurückdrehen. Eine letzte Runde noch. Weites Öffnen. Zieh dich, lasse deine linke Leiste sinken. Und eine noch. Und dann stoppe im Upstretch. Bleibe hier. Sehr schön. Wander mal langsam mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Wander langsam mit den Händen zu deinen Füßen. Lasse dich ausbaumeln. Und komme nun runter auf die Matte, in den Kniestand. Drehst du dich zu mir nach vorne. Die andere Seite jetzt. Das linke Bein kommt zur Seite raus. Die Arme heben an. Du startest mit der Ausatmung in die Seitneigung reinzukommen. Mit der Einatmung rüber zur anderen. Ausatmen, Seite. Einatmen, zieh dich weit rüber. Aus. Der Arm zieht bis über euren Kopf rüber. Und zieh dich lang. Ausatmen, Seite. Einatmen, rüber. Noch einmal mehr. Und mit eurer nächsten Ausatmung in der Seitposition bleiben. Den Arm weit über den Kopf, die Fingerspitzen kommen auf die Schultern. Du kommst mit der Ausatmung in eine kleine Rotation nach unten. Mit der Einatmung öffne dich Richtung Decke nach oben. Ausatmen, drehe dich. Einatmen, nach oben aufrichten. Ausatmen. Und ein. Sehr schön. Aus. Ein bisschen mehr, vielleicht jetzt noch mal mehr. Schaue nach hinten oben. So wie du aber eine gute Kontrolle hast über deine Stützarbeit. Ganz wichtig, dass du stabil bist. Ein letztes Mal noch. Komme weiter und weiter, weiter zurück. Und dann stoppst du in der Mitte. Nimmst den Arm über den Kopf und kommst einmal zurück. Dreh dich jetzt zur anderen Seite. Setze deine Hände wieder auf, komme spannungsvoll ins Brett, in den Upstretch. Lasse deine Schultern tief sinken. Jetzt komme mit der Ausatmung in das Lösen deiner Fersen hinein. Runde deine Wirbelsäule komplett und erst am Ende bist du im langgestreckten Brett. Atme ein, schiebe dich ganz weit weg in die Länge deiner Wirbelsäule. Fersen lösen, rund machen, ausatmen, komme ins Brett. Einatmen, Länge nach oben, schiebe dich hoch. Ausatmen, rund machen, Spannung, Brett. Erneut, einatmen, hoch, Fersen tief.
Ausatmen, rund machen, Spannung, Brettposition. Noch dreimal mehr. Noch zwei. Und eure letzte Wiederholung. Und dann stoppe, ausatmen in der Brettposition. Setze deine Knie auf. Schiebe dich in die Child Position zurück. Entspanne deine Schultern. Rolle mir nun deine Wirbelsäule auf und komme einmal in die Sitzposition nach vorne zu mir. Deine Hände setzen jetzt einmal über einen großen Armkreis mit den Fingerspitzen etwas versetzt hinter deinem Becken auf, circa mattenbreit geöffnet. Deine Füße nach vorne, den Blick auch nach vorne ausgerichtet. Mit der Einatmung öffne mir mal jetzt deine Schultern, nehme den Blick Richtung Decke, der untere Rücken bleibt dabei stabil. Mit der Ausatmung entspannst du. Einatmen, öffnen, ziehe dich, öffne deine Brust, ziehe dein Brustbein zur Decke. Ausatmen, wieder entspannen. Einatmen, ganz tief mal, auch gerne länger einatmen als sonst. Ausatmen, wieder lösen. Einatmen, öffnen. Wenn das Ganze jetzt gut gehen sollte, verändere ein bisschen die Armposition, komme vielleicht ein kleines bisschen weiter zurück. Tiefes Einatmen, Blick nach oben zur Decke. Ausatmen, entspannen. Noch einmal, öffne dich, ziehe, spüre den Stretch. Wo kannst du das merken? Im Bereich der Ellenbogeninnenseiten, in deinen Schultern, vielleicht auch ein Kribbeln in deinen Fingern. Entweder alles auf einmal oder eine Sache oder beide. Ist alles möglich. Bleibe jetzt mit deiner nächsten Einatmung mal weit geöffnet. Nehme mal die nächste Einatmung, um noch ein bisschen mehr Länge aufzubauen. Atme aus, bleibe in der Position. Einatmen, noch mal mehr öffnen. Und ein letztes Mal noch. Und jetzt das Lösen deiner Arme. Nicht erschrecken, ist ein bisschen unangenehm. Das löst sich aber auch ganz schnell auf. Komme langsam nach vorne. Sehr schön. Die Arme gerne mal so ein bisschen bewegen, wonach euch ist. Und dann stoppst du jetzt und drehst dich zu mir nach vorne. Deine Beine öffnest du mir mal mehr als hüftbreit auseinander. Deine Hände setzt du hinter dir auf. Und jetzt drehe einmal die Beine von rechts nach links. Deine Atmung lässt du fließen. Jetzt nehme aber auch mal die Arme mit. Jetzt zieht der rechte Arm nach vorne, wenn du dich nach links drehst. Und jetzt zieht der andere Arm nach vorne. Deine Beine sind am Ende in einer 90-Grad-Position, sowohl dein vorderes Bein als auch dein hinteres Bein. Atmung fließen lassen. Aufrecht in der Wirbelsäule, wenn du rotiert bist, wenn du gedreht bist. Beim nächsten Mal bleibst du zur rechten Seite. Jetzt komme nun mit der Ausatmung so weit es geht nach unten. Mit der Einatmung richte deinen Rumpf, deinen Oberkörper wieder auf. Ausatmen, komme nach vorne unten. Ich habe meine linke Hand zur Seite aufgestützt, die rechte habe ich bei mir etwas vorne. Du kannst sie aber auch zur Seite nehmen. Schaue, dass das Gewicht nicht komplett auf deiner linken Seite ist, sondern versuche das Gewicht auch hier ein bisschen in deine Mitte zu holen. Ausatmen, kommst du tief. Einatmen, aufrichten. Ein letztes Mal noch. Dann kommt der Seitenwechsel. Komm rüber auf deine andere Seite. Und auch hier komme mit der Ausatmung tief. Mit der Einatmung richte dich auf. Entweder deine Hände voreinander oder du holst deine rechte Hand vor deinen Fuß, wie es für dich leichter geht. Ausatmen, sinken, das Gewicht mittig holen. Solltest du jetzt in der Gesäßmuskulatur spüren, vielleicht auch ein bisschen in deinem hinteren Bein, in der hinteren Leiste. Kommt drauf an, wie gut du gedehnt bist. Ein letztes Mal noch. Und dann kommst du in deine Mitte zu mir zurück. Schließt mir deine Beine zueinander. Lässt deine Schultern nun kreisen. Wir nähern uns dem Ende der Stunde. Wir gehen noch abschließend über in eine schöne Schulter-Nackendehnung. Du lässt deine Schultern jetzt tief.
neigst mir das rechte Ohr zur rechten Schulter und gehst jetzt mit dem linken Arm mal ganz locker in die Floating Arms rein. Wenn der Arm senkt, öffnest du mir die Handfläche zur Decke. Hebe an, ausatmen, einatmen, senken, ausatmen, einsenken. Ein letztes Mal noch. Und dann bleibe für einen kurzen Moment hier, die Handfläche zur Decke geöffnet. Dann drehe einmal deine linke Handfläche, hole den Kopf in die Mitte zurück und neige zur anderen Seite. Beginne jetzt mit deinem anderen Arm, die Floating Arms, einatmen, senken, ausheben, einsenken. Schau, dass deine Schultern auf einer Linie sich befinden, auf einer waagerechten Linie. Ein letztes Mal noch. Dann bleibe für einen kurzen Moment hier, halte. Dass deine Atmung fließen, Handfläche zur Decke noch geöffnet. Dass deine rechte Schulter noch mal mehr sinken. Dann drehe jetzt deine Hand um und hole den Kopf in deine Mitte zurück. Atme tief ein. Zieh die Arme nach oben. Halte deine Hände oben, die Hände kommen an deinen Hinterkopf. Du bleibst lang in deiner Wirbelsäule, nur der Kopf rollt ein und deine 7 Halswirbel. Schaue, dass der Druck, der Zug am Kopf nicht zu weit geht, also nicht zu stark ausgeführt wird, so einen sanften Zug. Jetzt nehme deine nächste Einatmung, ziehe dich nach oben, löse mir deine Arme, atme ein letztes Mal mit mir zusammen tief ein. Und aus, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch sehr fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Ihr fühlt euch jetzt viel beweglicher und mobiler und freue mich wie immer, wenn ihr beim nächsten Workout mit dabei seid. Eure Alex.